Lieber Wassermann, wir schauen uns jetzt an, was hier im Juli auf dich zukommt. Und zwar haben wir jetzt hier tatsächlich allgemein, was ich an den Energien schon spüre, eine Megatransformation. Schreck dich nicht, sondern es geht wirklich von einem Zustand in den nächsten. Und da nehme ich schon noch wahr, dass es wirklich um deine Schöpferkraft geht, also wirklich deine Visionen, egal ob Partnerschaft oder ob, egal auf einer persönlichen Ebene, wo es um ich glaube an mich geht, darum geht tatsächlich sich auch aus diesen Familienstrukturen, die vielleicht irgendwie festgefahren sind, zu lösen, weil wir haben zweimal die Ahnen drinnen und einfach dieses Durchtesten, wo bin ich, wenn es um mich geht. Und wir haben jetzt hier Liebe gewonnen, es geht hier auch um die Liebe, also es geht auch um das Ahnenthema der Liebe, was hier aufgelöst wird, also der ein oder andere wird sich vielleicht immer wieder mal gefragt haben bei euch, wieso es in der Liebe nicht so geht, wie ihr das mögt und wie ihr das wollt. Und das ist einfach, weil hier alte Strukturen noch in euch laufen oder gelaufen sind, weil wir lösen das ja jetzt im Juli, wird das jetzt aufgelöst mit dieser Akzeptanz, mit der radikalen Akzeptanz, dass es einfach so war, wie es war und jetzt aber anders sein darf und ist. Und damit einfach aus diesen alten Runner-Geschichten, aus den alten ich gehe dir nach Geschichten, ich muss was festhalten, ich muss um die Liebe kämpfen, ich muss mich zu sehr etwas hingeben, was gar nicht meines ist. Ja, ich passe mich da einer Situation an, weil ich mich irgendwo gerade selbst finde. Wer bin ich überhaupt? Also diese ganzen Sachen kommen dann mit. Und mich radikal akzeptieren, genau so, wie ich bin an dieser Stelle. Und da kommen die Ahnen mit. Ja, also es geht darum, den Shift zu wagen aus einer Situation, wo ich mich immer mal wieder aus mir herausgestellt habe, für jemanden anderen in eine Situation gestellt habe, ohne mein Herzfeuer hier für mich zu gewinnen. Und jetzt hört man auf damit. Ja, also man akzeptiert, dass das vielleicht jetzt der Weg war, aber der Weg so nicht mehr weitergehen wird, weil man eine Harmonie für sich zu Hause haben will. Indem du dein Zuhause verschönerst, etwas neu gestaltest, sorgst du für Harmonie in deinem Umfeld und in dir. Und genau darum geht's. Also zuerst in dir und dann in deinem Umfeld, weil da ist diese Megatransformation. Und das, was ich hier mitbekomme, ist, dass diese Traurigkeit, Anubis weint hier, Anubis steht hier am Grab als Grabwächter oder also als Wächter zwischen den Welten. Und du kannst dir jetzt vorstellen, dass da auch ganz viele Schätze waren, die du mitgenommen hast. Alle Erfahrungen, all das, was du erlebt hast, ist ja tatsächlich mitgekommen und ist hier auch etwas, was dir Flügel aufgespannt hat, ist das, was dich in eine Situation gebracht hat, was schön für dich auch war oder was, auch wenn es dramatisch war zum Teil oder auch wenn es schlimme Erlebnisse waren, waren es doch Situationen, die dich genau zu dem gemacht haben, was du jetzt bist, ja, und das ist genau diese radikale Akzeptanz und auch, dass du es vielleicht nicht ändern kannst, ja, also auch für diejenigen, die da noch vielleicht auf sich losgehen, die hier noch irgendwo irgendwas drinnen haben, wo sie sich noch die Schuld geben oder jemanden anderen die Schuld geben, da kommt etwas mit Reue, da kommt etwas mit Schuld, da kommt etwas mit Scham, da kommt etwas mit ich weiß ja eigentlich gar nicht, wer ich wirklich bin, ich muss mich da einfach erst austesten und dieses Übergesteuerte davon, das geht hier raus, weil du in deinem Inneren hier einen Ballast mittlerweile aufgebaut hast, der einfach immer stärker wird. Das heißt, du strahlst von innen heraus aus. Und damit kommst du jetzt auch eben an diese Ahnenstrukturen, die da noch mitgeschwungen sind. Und vielleicht habt ihr auch noch das Gefühl, an jemanden oder einer Situation festzuhalten, die euch immer wieder in solche Kreisläufe hineingebracht hat, wo es traurig geworden ist. Und da sagt jetzt auch die Energie dazu, die dazu kommt, du bist in einer absoluten Transformation. Lass dich in diesen Kelch der Transformation hinein sinken, schau dir den Phönix hier an und mach deine Flügel auf und geh deinen Weg einfach lang, ja, weil du hast hier die Katzenraupe, also auch wieder die Katze, die für ein neues Leben steht, die dafür steht, in die Stabilität hineinzugehen, die dafür steht, ganz für sich und auf sich bedacht ihren Lebensweg zu gehen und trotzdem gleichzeitig auch die Schmuse- und Kuscheleinheiten und all das sucht und sich auch gerne mit Gefährten verbindet. Und hier kommt eben der Schmetterling heraus und wir haben ja überall eine Violettfärbung, also auch wieder die Transformation ganz schön, wo es eben darum geht, dich als Katze, als Seelenwesen, als wunderschöne magische Inspiration auch für diese Welt zu sehen und dein Ich hier zu entdecken. Das kommt ganz stark die ganze Zeit mit, ja, weil auch deine Seele will hier Bände sprechen. Also auch du gehst jetzt im Juli in die Situation, wo du einfach mehr mit dir in Verbindung treten darfst und wirklich mehr hier auf deine Seele hören darfst, weil dort geht der Weg hin. Also du wirst jetzt maximal von dir selbst und von deinen Guides hier geführt. Manchmal lässt sich leichter ausdrücken, wenn du es aufschreibst, auch das. Ja, vielleicht empfängst du hier einfach
gewisse Dinge, ach, und jetzt kommt gerade rein, auch wenn ihr euch in Seelengefährtengeschichten befindet, ja, und da in einem Abschlussprozess seid, wo es traurig war, weil es ja auch um Partnerstrukturen geht, hier auch, ja, auch, nicht nur, einfach mal aufschreiben, einfach mal das alles, weil ich habe in letzter Zeit, kam das jetzt öfter, weil es mir gerade einfällt wieder, dass mich wer gefragt hat, naja, wie kann ich denn die Dinge ablösen oder wie kann ich denn die Dinge aussprechen, wenn ich mit der Person überhaupt gar keinen Kontakt habe. Und das muss jetzt gar nicht der Partner sein, das kann auch die Familie sein. Ja, also wir haben ja überall mal irgendeine Situation, wo wir vielleicht gar nicht zur Aussprache kommen. Und da geht es darum, ja, du kannst, auf der Seelenebene kannst du alles klären. Ja, das ist überhaupt nicht das Thema. Und es ist auch überhaupt kein Thema, es einmal für dich bewusst werden zu lassen und in die Materie zu bringen, indem du es aufschreibst. Und damit gehst du eben in Verbindung zu dir, mit dir und kannst dann auch da tatsächlich mit deiner Entscheidung lösen, indem du sagst, okay, ich vergebe mir, das kam jetzt ganz stark, ich vergebe mir. Was auch immer du dir dazu vergeben hast, du vergibst es dir und dann auch den anderen. Ja, weil das ist diese Transformation, und um aus den alten Schmerzen, die scheinbar schon auch über das Familiensystem mitgekommen sind, auszubrechen, und zwar jetzt. Weil was ist dieser alte Schmerz? Es geht jetzt nicht darum, dass jetzt irgendwie aktiv etwas passiert, sondern wir haben ja die Gegenkarten, was jetzt wichtig ist, eben aus diversesten Sorgen, aus diversesten Mangelsituationen im Sinne von Kraftlosigkeit dazwischen, Zweifel an sich selbst, vielleicht Zweifel an Situationen, hin und her schwanken möglicherweise, oder einfach wirklich, was stark mitkommt, ist die Kraftlosigkeit, also wenn immer wieder Energie verloren geht. Ja, also hier ist wirklich der Hinweis darauf, das ist das alte Thema, dieses gefallene Engel, diese spirituelle Narkolepsie, und das heißt nicht, dass ihr nicht spirituell seid, um Gottes Willen, sondern das heißt, dass man sich immer wieder mal ausgeliefert fühlt, dass man sich immer mal wieder dem Universum vielleicht auch ausgeliefert fühlt, den Situationen ausgeliefert fühlt, ein bisschen in die Ohnmacht geht. Und da erinnert dich jetzt die geistige Welt daran, das ist nicht so. Erinnert dich an dich, an dich als leuchtender Stern, und hol dir dein Potenzial wieder herunter, und das erfährst du in der Natur. Geh bitte mehr hinaus und achte auf dich. Geh in die Atmung und versuche, nicht versuche, sondern tu's, ja, dich nicht irgendwie, ja, in Situationen aufzuhalten, die dir nicht gut tun. Ja, wenn du merkst, du bist mit Menschen umgeben, die dir Kraft rauben, wenn du merkst, du spürst körperlich, ja, das muss auch gar nicht heißen, dass man wirklich einen aktiven, massiven Kraftverlust hat, aber der ein oder andere wird das bei euch auch immer wieder mal erleben, dieses noch auf und ab. Ja, hier. Das Spirituelle ist ja einfach die Bewusstwerdung auf meinen eigenen Lebensweg hin, auf mich, bezogen auf all das, die Bewusstwerdung, die ich über mich ergehen lassen, wollte ich jetzt schon sagen. Naja, es ist halt oft auch ein nicht so einfacher Pfad. Ja. Es ist ein wunderschöner Pfad, ich liebe es persönlich sehr, aber es sind natürlich auch immer wieder Herausforderungen, seine Ketten zu sprengen und seine Bewusstheit wirklich grenzenlos zu machen, ja, weil grenzenlos ist hier tatsächlich bei euch auch wichtig. Grenzenloses Glück, grenzenlose Leichtigkeit, die hier mitschwingen mag. Und dazu geht man natürlich auch manchmal den Weg, dass man sich erkennt und dieses, was man erkennt, nicht immer für gut betrachtet, und das wirklich akzeptieren und radikal annehmen, dass es eben so ist. Man ist immer vollkommen in Ordnung, wie man ist, und dieses Potenzial, was man mitgebracht hat, was hinter allem steht, hinter allen Zweifeln, hinter allen Sorgen, das entdeckst du jetzt für dich in der Natur, indem du mehr auf dich achtest, mehr auf dich selbst eingehst und dich wieder mehr mit Früchten des Lebens verbindest. Und in dem Fall ist es wirklich das Draußensein, Ruhe sein, vielleicht auch manchmal fern vom Handy oder sonstigen Einflüssen, sondern einfach mal wirklich für dich, um dich mit deinem Geiz, mit deiner Seele, mit dir zu verbinden. Wer bist du echt? Ja, das ist die Frage, die dahinter steht. Wer bist du echt, unabhängig von irgendwelchen Strukturen? Weil was geht raus? Die Hingabe eben in immer wieder, ja, du hast da ganz, ganz oft den Schutz. Also deine Guides waren hier halt immer wieder mal sehr beschäftigt auch damit, weil hier einfach Strukturen stattgefunden haben, wo du lernen hast müssen, wo du schauen hast müssen, wo du für dich als Seelenauftrag gesehen hast, auch kam jetzt da gerade mit, dass du den Schmerz nochmal betrachten willst, dass du nochmal in dich eintauchen willst und vielleicht auch das ein oder andere Mal auf dich auch losgegangen bist, im Sinne von an deiner Stärke, an deiner Schönheit, an deinem Wesen Zweifel gehabt hast und hier vielleicht irgendwo noch in Vergebung gehst, weil das kommt jetzt hier rein, ja. Die Demut des Lebens, dem Leben gegenüber erlernen durftest. Und da wurdest du einfach beschützt, dich dieser Lernsituation hinzugeben. Und jetzt bist du dort zum Glück und hast schon einige Dinge erkannt. Und jetzt geht es darum,
die noch von diesem gefallenen Engel, dich von diesem gefallenen Engel loszulösen, abzuschirmen, durchzugeleiten, durchzuschützen, aufzumachen und in diese richtige Größe für dich hineinzugehen. Und das ist noch ein bisschen so die dunkle Seite der Hohepriesterin, dieses Verständnis dafür, dass du durch die Kreativität, weil da ist noch ein bisschen der Zweifel drinnen, dass du durch die Kreativität in dir selbst, der die Schöpferin deines Lebens bist und dir die Beschaffenheit des Geländes und auch wieder die Weisheit der Ahnen für dich jederzeit annehmen darfst oder eben auch nicht. Ja, also hier heißt das auch, du darfst ja auch wirklich schauen, was deiner Kreativität Förderung bringt und was nicht. Und wenn du merkst, hier ist etwas, da kommt es ins Zögern, dann erlaube dir auch Nein zu sagen an dieser Stelle. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da bist du noch nicht ganz. Also es ist hier tatsächlich dieses Nein zu etwas, was mir noch schadet, was du hier jetzt erlernen darfst, weil damit gehst du aus dieser alten Struktur heraus. Und da ist noch ein bisschen, ganz leicht, noch der Widerstand drinnen, weil hier noch so ein Ping-Pong-Spielchen drinnen ist. Hier darfst du wirklich noch mal mehr erkennen, dass du dein Sandkorn deiner Schöpfung bist und es wirklich von deiner Entscheidung abhängt, hier wirklich in diese Transformation einzutauchen und dich wirklich aufzustellen und zu sagen, nein, egal ob das Familiensystem, ob das das Ahnensystem, ob das das Partnersystem, ob das die Arbeitsschiene ist, es ist völlig egal, es ist mit deiner Entscheidung, und das ist jetzt gar keine Drohung oder sonst irgendwas, sondern es ist ein wirklich hilfebringender Hinweis, weil du hier die Kraft hast, du wirst hier auch geschützt, es passiert dir hier überhaupt gar nichts, ja, sondern du wirst hier auf diesem Weg einfach begleitet und dadurch, dass das rausgeht und das hochkommt und ins Bewusstsein kommt und hier wir wirklich haben, du gehst hier in dieses Potenzial hinein, passiert der Shift auch, weil hier ist die Transformation, das heißt, es geht von einem alten Zyklus in einen neuen tatsächlich über. Und jetzt haben wir hier die helle Seite, also das, was dir jetzt im Moment durchaus bewusst ist oder bewusst wird, und das ist das, dass du hier begleitet bist, dass du einen Neuanfang jetzt in deinem Leben eingeleitet hast, mittlerweile sogar schon, und dich auf Reichtum, auf Fülle ausrichtest und hier wirklich deine Masken ablegen willst. Und genau das ist es, zwischen hell und dunkel den Mittelpfad zu finden und dieses Risiko auch des Lebens für dich zu gewinnen und einzugehen. Ja? No risk, no fun. Es gibt immer eine 50-50 Chance und in dem Fall ist es gewinnbringend. Ja? Also wir haben hier die 5, es liegt hier noch was in der Heilung, auch mit der 6, mit der 11, es geht um eine Selbstmeisterschaft, um einen Neubeginn und mit der 1, ja, du stehst für dich ein und genau das ist jetzt die Heilung, wo du mit der 4 das Ganze dann in die Stabilität bringst. Und mit der 2 mal der 7 hier natürlich geht es absolut um die Bewusstwerdung, mit der 14 dann auch tatsächlich wieder dorthin, dass du wieder in die Heilung gehst. Also auch deine Bewusstheit über diesen ganzen Prozess ja verfeinert sich jetzt und wird einfach als kraftvolle Reise für dich. Ja, da kommt nämlich jetzt die Entgiftung, Gabriels Geschenk. Gabriel in dem Fall nehme ich wahr, da geht es um Wärme, da geht es um Inspiration, da geht es aber auch um ein ganz, ganz starkes Kraftpotenzial, das Feuer in dir, deine himmlischen Gaben, da kommt wieder der Schöpfergeist auch durch. Und du sollst dich jetzt eben ganz auf dich konzentrieren, mit dem Kranich. Hindernisse werden überwunden, eine Reise steht bevor. Du betrittst einen neuen Ring der Kraft. Genau das ist es. Ja? Und die Krafttiere, die dich hier begleiten, ist tatsächlich die Schildkröte, weil die habe ich extra jetzt für euch nochmal gezogen. Die Schildkröte, die Meditation, der Rückzug, sei dir selbst eine Insel. Besinne dich immer wieder auf dich selbst. Wunderbar. Passt hervorragend, da kommt auch ein bisschen der Halsbereich durch, also gerade auch was die Kommunikation betrifft, gerade auch was die Selbstdarstellung auch betrifft, du hast das Schweinchen zum Glück, Glück kündigt sich an, große und kleine Geschenke liegen auf deinem Weg, du kannst Dinge erfolgreich zum Abschluss bringen und da wir ja im Halsbereich hier auch sind und auch hier im Sakral- und Wurzelbereich, also wo es dann auch wirklich um auch ein bisschen Solarplexus, Leben, Freude, Sexualität, ja, am Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Urvertrauen, ja, und hier einfach wirklich dieses übergeordnete Transformieren, in die Größe gehen, den eigenen Raum einnehmen, in die Kommunikation gehen, abtrennen von alten Strukturen, die einem nicht mehr sind, aber auch das Familiensystem eben, wie es schon mit den Ahnen angesprochen wurde. Und das, was jetzt dein nächster Schritt ist, weil du gehst hier einfach wirklich deinen Weg, mehr besser könnte man das jetzt gar nicht sagen, weil du ein grenzenloses Glück und Fülle für dich erleben willst, ja. Und dazu gehört es einfach noch, diesen inneren Konflikt der alten Geschichten aufzulösen. Und da kommt mit, du bist wie ein Boot, was gerade jetzt
vielleicht durch einen engen Kanal, driftet aber eben dem Licht, dem Ende dieses Kanals entgegen, das Leben nehmen, wie es kommt, ja, und dich auch überraschen lassen hier von diesen Möglichkeiten, die sich dir jetzt ergeben. Und das, was diese Kraftverluste noch sind oder diese Zweifel, die da rausgehen, ist einfach, weil du dich mehr auf dich besinnen darfst und wirklich auf dein Energiesystem achten darfst. Und da gehört es eben dazu, auch manchmal, dort, wo es nicht so ganz gut geht, zu sagen, oh, mich macht es gerade nicht glücklich, so wie es ist. Dann gehe ich jetzt heraus, auch wenn ich vielleicht nicht sehe, was dann passieren kann. Und das ist vielleicht auch der innere Konflikt. Man sieht das Ende noch nicht, was dann kommt. Ja, dann lasse ich mich trotzdem darauf ein und weiß, ich bin beschützt und darf jetzt tatsächlich für mich sein. Und das ist dieser Weg, der sich jetzt einfach für dich manifestiert und dich begleitet. Ruhe und Erneuerung, wieder die gleichen Botschaften. Wunderschön, du bist hier im Garten Eden oder im Garten der Venus, wo es um Genuss, wo es um Fruchtbarkeit, auch wo es um Sexualität wieder, aber im Sinne von genussvollem Lebensgenießen, ja, von deiner von deiner inspirierenden, schöpferischen so Gaben, wo es dich durch und durch mit dieser Lebensenergie überflutet, überfüllt und du ganz, ganz viele Möglichkeiten hast, aber vielleicht geht es auch gerade um die Sexualität, ja, also dich dort auch wieder in Ruhe hinzugeben und einmal ganz, ganz stark zu schauen, wer bin ich echt? Ist das, was ich jetzt gelebt habe, gerade das, was ich auch wirklich möchte? Also in der Ruhe, in der Entspannung finde ich hier die Botschaft wieder und betrete somit den geheimen Pfad. Also dir ist hier etwas noch nicht bewusst, was in der Transformation liegt. Und deswegen nutzt du jetzt die Zeit, nimmst dir den Moment, schließt die Vergangenheit ab und bist soweit, jetzt jeden Tag aufs Neue zu genießen. Und da ist die Liebe, da ist die Spiritualität, da kommt es wieder, wo der Funken für dich überspringt in diesem Leben. Wunder, wunderschön, ihr Lieben. Wassermänner, für euch kommt jetzt tatsächlich ein riesiger Shift. Trau dich hier zu toxischen Geschichten Nein zu sagen und Ja zu dir. Bis dann, Baba.